Geht immer mit. Moment. Wir machen halt Kabarett. Ich hab da ruhig Plätzl gefunden. Die hängt nämlich gerade wo ganz anders ab. Da gehen wir jetzt neu alle. Liebe Leute und Kerbegäste, dies Jahr ist abgesagt, das Kerbefest. In Hemsbach sind wir vorne dabei. Die Kerbe konnte ich nicht absagen, wohl aber die Großfeierei. Denn auch die allergrößte Krise kann uns die Kerbe nicht vermiesen. Kerbe 2020, erleid seid bereit, die ausgefallenste seit aller Zeit. Das Ganze in Corona-Zeiten, Kerberett mit weltweiter Reichweite. Zu Zeiten der Plage müssen wir zusammenhalten. 2020 Kornpache, da mache die Rett halt die ehemalige Alte. Und wegen der Corona-Regeln sag ich's vorab, kommt die Rett heit live aus der Schlumpel im Grab. Und jetzt guck dir mal bitte nicht so skeptisch. Streng, noch Pandemie, Hygieneverordnung sind der Hunde sogar die Spinnweb aseptisch. Und wegen der Verordnung hämmer halt de Mundschenk gespart. Stattdessen steht der Hunde unseren selbstreinigende Mundschenkautomat. Und wegen der Platzverhältnisse in der Gruft passt a Korn Zylinder mehr auf die Parre drauf. Hemsbachs Paraelite schwadroniert jetzt aktuelle Themen und a alte. Aber die müsst ihr jetzt gleich auseinanderhalten. Ich grüß euch all, der Horn vor der Geräte. Ich grüß die Schlaue und a die Bläde. Ich grüß die Longe, derre, Klone, Dicke, die Sportliche. Und auch die, die anfangen zu schwitzen beim Bicke. Drum, Kerbefreunde, hört gut zu und lasst euch sagen, was ich letztes Jahr in Hemsbach hat zugetragen. Und dass er all da draus die Kerberett kapiere, es ist nix erfunden, aber alles Satire. Ich helf jetzt mein Becher und lass es krache und geb jetzt weiter an der nächste Alt-Kerbe-Parre, Prost, Gemeinde. Jesus, 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 na, es wird doch nichts passiert sein. Jesus, 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 na, es ist doch nichts passiert. Na, 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 es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Na, 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 es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Jesus, 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 na, es wird doch nichts passiert sein. Jesus, 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 na, es ist doch nichts passiert. In monem sieht ma Posa, ja leck mich doch am Arsch. Sie post mit ihrer Hondasch, er mit seinem Autokarsch. Der Heidelberger Posa, der klingelt mit der Schell, fährt Fahrrad wie Xentisau, ist intellektuell.
Wollen wir Pose immer. Sie denke, sie wären schön. Trove auf dem Marktplatz, stut in der Aare weh. Der Ohrenweller Poser fährt wie ein wilder Stier mit'm Bulldog in die Cash zur Venus mit'm John Deere. Sulzbachs edle Recke, so secht man jedenfalls. Pose mit Kartoffel und dunke die in Salz. Laurebecher Poser, verhaare sich die Lell im Käferhaus in Beunem, ich sag's an der Stell. Hemsbecher Pose gar nicht, weil's Korsau interessiert. Hemsbachs Charaktere sind innerlich zentriert. Ich zentriere jetzt Riesling, weil der so langsam weg muss. Durch die Gorgel nunna on moin Solarplexus. Prost! Hemsbach ist, ich will's nicht prahlen, ein Ort für Internationale. Man kriegt sein schönstes Kledel an und manche Jungfer findet ihn Mann. Doch Käre, das steht wissenschaftlich fest, ist Hochdeutsch schlicht das Kirschweihfest. Und Kirschweih ist, ihr wisst es schon, am Tag vom Dorf Schutzpatron. Und das ist akkurat der nämlich, wie der in Weinem, das ist dämlich, denn dort und Weinems Pfeffersäcke mit dem Patron die Zins euch stecke. Für Laurenz von Hemsbach, ich sag's knapp, fällt dann überhaupt nichts ab. So hat man sich mancher überlegt, die Kerbe, die wird vorverlegt. Doch sang unser Paare voll Patros, besteht auf dem Tag vom Laurentius. Geh, Paare, machen Sie doch keine Sache, da könnt ihr einen Gewinn draus machen. Die Leute kommen doch zum guten Schluss, dann zum Hemsbecher Laurentius, der bisher kann sich nur bewegen im Schatten von seinem Stadtkollege. Des Kirchenmanns Gesicht wird mild und ein knitzig Lächeln es umspielt. Die Kirche sprach, lieber Sohn, und damit, der Schutzpatron, hat nie was euch zu wenden, gehe eine fröhliche und eine große Spende. Und wann der sich Gewinn verspricht, dann wird die Kerle vorverlegt. St. Laurenz ist sicher lacht, jetzt wird bei uns der Umsatz gemacht. Ende. Was haben wir dann für Kirche, in unserer Stadt? Die Kirche sind aus Holz gebaut, es hat der Pfarrer selbst geklaut. Hajo, in unserer Stadt. Was haben wir dann für Maurer, in unserer Stadt? Die saufen Kaste Bier am Tag, und da ist kein Mauergrat. Hajo, in unserer Stadt. Letztes Jahr im Oktober, das hat grad noch gefehlt, wurde in Hemsbach ein neuer Bäuermeister gewählt. Die Wahl war diesmal langweilig, ich sag's euch grad. Es gab außer mir halt einfach keinen gescheiten Kandidat. Und weil man mit mir rechnen kann, hatte ich auch ein richtig gutes Wahlprogramm. Wählt mich! Und alle Hemsbecher Rentner und Greise bezahle in der Wirtschaft bloß noch halbe Preise. Wählt mich, ihr Rentner, ich sag euch zu, und mittwochs macht in Hemsbach kein Doktor mehr zu. Wählt mich, dann steht er immer im Saft. Es werden alle wirtschaftlichen Sperrzeiten abgeschafft. Wählt mich und ich bring unsere Ortschaft wieder auf Trab. Ich schaff alle Bauvorschriften wieder ab. Wenn die Nachbarschaft mitmacht, dann baut grad wie er wollt, aber bloß, wenn er Hemsbecher Handwerker holt. Als Ersatz für die Kron, da sag ich nur, bau mir an die Schillerschul ein Saal für Kultur. Der Saal mit Bühnen wird als Sporthall deklariert.
Dann wird der gleich noch von Wäunem und Laudebach mitfinanziert. Der Wiesesee wird vergrässert, das muss so sein. Im Herbst wird er abgebummt, sonst geht der Golfplatz nicht neu. Der Seeparkplatz kriegt den Parkhaus ohne Gequake. Dann kann im Sommer jeder im Schatten parken. Als nächstes gebe ich zu beachten, kann man im Tierpark dahinne, wie er Wildsei und Bisons betrachte. Und nebendran, ich schließe jetzt den Satz, kriegt der Märschepark noch einen Minigolfplatz. Nur ein Ding wackelt bei all denen Wunder. Richtige Klos kriege man auch nächstes Jahr bei der Käve nicht unter. Das Schwimmbad in der Schillerschule mischt wieder auf. Und Drobbe im Mielweg kriege mal eine neue Strosebelag. Damit wir uns nicht ewig misse über Sulzbach rumtrige, prophezei ich als Pontifex zwei neue Brigge. Hiddefeld und Neischloss kaufen wir zurück. Wir brauchen Platz fürs Gewerbe und vergrößern die Badische Republik. Was noch fehlt, ist das nicht schön? Zwei neue Ausfahrten, 32a und 32b. Der Bahnhof wird unter die Erd versenkt und auch die Kreisverbindungsstraße wird unterirdisch gelenkt. Wählt mich, denn ich bin ein Schlaue, dann kennt man in Hemsbach mal wieder Baue. Wählt mich, und dass der Fleischhauer aber nicht längert, wird die Kerbe auf ewig verlängert. Das war mein Wahlprogramm, so wie die Hemsbecher Ticke. Gewählt wird aber wieder der kleine vollhorische Dicke. Ich trink auf den neue alte Bäuermarsch da an dem schönen Tag. Es kommt ja bekanntlich nie was Besseres nach. Prost, Gemeinde! Ja, danke. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Hemsbacher Kerbe. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Robert Pauli. Ich war Kerbepfarrer 1980 und werde euch einen Auszug aus meiner damaligen Kerberede vortragen. Unser Kerbebosch sind spitze, gerade Donner nicht in Schwitze. Wenn sie wie in Lieversbach im Wettstreit stehen, die werden nicht schwach. Das siehst an unserem Korrigat, der hat die Konkurrenz verwehrt. Und bei einem dolle Spiel, ihm ganz alleine Sieg zu viel. Im Endkampf hat er rausgeragt, obwohl die Aufgabe war gewagt. Er musste den BH schnell besorgen, doch welche Frau soll ihm den borgen? Da sprach er halt die Hilde an, du genieren, no, du Gimon. Und mit viel Applaus zog die Frau das Ding schnell aus. Ich muss jetzt mal einen Cut machen. Ich habe damals mehrere Augenzeugen befragt. Der Großteil hat gesagt, dass der Gerd der Hilde beim Ausziehen mit seinen flinken Finger geholfen hätte. Leider gibt es da keine Aufnahme. Die hätte ich nämlich gern gesehen. Schade. Weiter geht's. Der Gerd war Erster und ich preis diesen großen Mitbeweis. Denn Hemsbachs Frauen täglich bringe, selbst ich kann da ein Lied von singen. Ich dränge das Glas auf unser Frauen, auf die ich heute herunterschaue. Zum Wohl. Gut, das war's, fertig. Tief im Odenwald steht ein Bauernhaus so still und klein. Drin, der Sportsender Erleid war dies Jahr eingeweiht. Man hat Millionen investiert und alles ganz neu renoviert. In Hemsbach gibt es noch mehr Sporthalle, die stehen am Bitz, ihr kennt sie alle.
Und diese Halle, es sind zwei, sie sind nicht so wunderschön. Denn manchmal, das tut mich betrügen, tut man da im Dreck ersticken. In der Umkleidekabine und Dusch und Kraus sieht's meistens wie im Saustall aus. Die Zustände dort, das ist ja schon, wäre ein Fall fürs Gesundheitsamt. Nicht bloß an Ordnung habert's da, sondern auch am Inventar. Die Schäden werden nicht repariert, sondern einfach ignoriert. Die Stadt spart halt an alle Ecke, man lässt dort alles grad verrecken. Und irgendwo, ich will's nicht hohne, kostet Versäumnis wie Millionen. Vielleicht misst man dem Hausmeister einen blinden Hund kaufen, der kann dann mit ihm die Sporthalle ablaufen und wenn der Hund dann Gauze tut, weiß man, da ist was kaputt. Doch leider gibt's in unserer Breite keine Hunde mit handwerklichen Fähigkeiten. Ich ruf euch jetzt alle da unten, lasst mal die Halle nicht verkommen. Auf Mundchen kommt der Weiß und Munde, ich trinke jetzt auf die blinden Hunde. Wurscht. Was du da ich jetzt alle frage, hat der Paare nichts zum Schulneubau zu sagen. Und zwar weg, ich kann schreiben, rechnen, lesen. Bin selber auf der Friedrich-Schiller-Schule gewesen. Damit das gleich klar ist, ich sag's frei raus. Das mit dem Neubauthema ist mal wie ein Kraus. Aber ich halt mich doch kurz und sag's frei raus. Empfehle mich blickend gegen Laudebach. Von dort kommen schließlich Forderungen und Ideen. Querschuss, Hochrechner und sonstige Wehe. Statt dass man sich dort zusammenhockt und unerhält, na, da wird's in die Weine mal Nachrichten gestellt. Durch Schente Frosch auf die Kirchner und wir zurück. Er leid, so gibt es doch alles kostig. Das ist ganz einfach. Das kostet 100 Millionen, genau wie in Schriese. Da braucht kein Bäuermeister per Presse den Bock abschießen. Ich wiederhol's. Fürs Archiv und die Presse. 100 Millionen, nicht vergessen. Aber per neuen Umrechnungsschlüssel kommen die Kosten wie reu. Ich erklär's euch. Achtung Mundschenk, Taschenrechner bei. Es wird noch Lehrplan in Niveaumaßstab fixiert und beschlossen. Unabhängig von Note, Sternchen und so Bosse. Die Kinder bleiben nicht hocken. Das ist arg wichtig für die Not. Das sichert die wichtige Schülerdurchlaufquote. Der Aufwand wird berechnet, den es bedarf, bis die Kinder halt alles kennen. Ganz brav. Das merken da vorne jetzt alle Idioten, auch die studierte Sozialpädagoge. Die Kinder aufs Niveau zu bringen, bis Schuljahresend. Behalte 6.180 plus 2,5 Millionen minus die Wurzel aus 13.000. Ah, kostet Laudebach nach meiner Rechnung von allem gut 75%. Und ist die Schule einmal fertig? Ich tu nicht lüge, brauchen wir in Hemmsbach grad wieder 7 Züge. Das Ergebnis ist klar, ohne zu übertreiben. Die Hemmsbacher Realschule, die kann bleiben. Do, wo die neue Schule hieß soll, ich will's nur sagen, liegt eh schon eine Million in der Schluckdau vergraben. Man vergräbt halt jetzt wir Steuergelder. In 10 Jahren denke mal dran. Doch bis dahin sind wenigstens die Millionen von der Schluckdau nicht so allein. Also, genug aufgeregt, gerechnet, gebabbelt und gekeift. Laudebach bezahlt, mathematisch ist das fast ausgereift. Und eins noch. Kultusministerin Eisenmann lad ich final noch eu, beim ersten Spatenstich dabei zu sein. Und Frau Ministerin, ich hätte noch ein Bitt, bringe sie bitte zum Schippe ausreichend 500-Euro-Schein mit. All euch Babbler, Kind meine Mahnung, Reformen brauchen Zeit und langfristige Planung. Und lass die Reformen im Sack mit dem ganzen Geschiss und lass grad einmal 10 Jahre alles wie es ist. Mundschenk, schenkt mal einer euch. Bis wann wolltet ihr mit dem Bau fertig sein? Ist das mit der Schule soweit? Bin ich längst Opa, ihr liebe Leid. Und die, die es entschieden haben, sind lang unter der Erde, winkende Millionen im Grab zu, die Welt ist verkehrt. Noch etwas zum Nachdenken, fällt der Schluss, bei dem ich an die alte Hemmsbacher denken muss. Die habe Sellemuls schon gesagt, die krächte Kälber wähle sich ihr Metzger selber. Prost! In Hemmsbachs Weste, in der Gottlieb-Daimler-Straße, da wird gebaut, ganz groß,
veralte Leid, wunderschön und neu. Ein Ärztehaus und Apothek, die ist auch dabei. Die Suse Keilmann verkäuft da ihr Pille gegenüber. Was ein Wunder, da gibt's auch noch Pille. Schön hat sie ihren Parkplatz hergerichtet, ihren ganzen Stolz und aare Licht. Mit Granitstar anstatt Geländer und 5 Meter hohe Zypresse aus südlichen Ländern. Jetzt kommt's aber. Der Lorenze Wolf. Wolfi, hochbetagt, doch noch recht fit. Nur die Knorre, die machen nicht mehr so recht mit. In Natte von Lauerbach, da steht sein Haus. Doch die Fahrt nach Hemmschbach, ach, die mischt ihm gar nichts aus. Da hat er nämlich einen Arzt und erledigt seine Sache. Da tut er, das tut er immer mit so einem kleinen Auto schon machen. Eines Tages, die Not ist groß, es fehlt ein Rezept und Pille und Woll. Ha, also quält er sich in sein kleiner Opel neu. Er braust noch Hemmschbach, so schnell es geht, bevor er beim Doktor nämlich der Rollade runtergeht. Was ein Glück, von der Apotheke ist noch eine Lücke frei. Er fragt sich schon und sticht hinein. Sekunde später wird's fatal. Er verwechselt's Brems mit dem Gaspedal. Es tut ihn Schlag, als das Auto auf den Granitstor, als er das auf den Granitstor abstellt. Da dabei wird auch noch ein Schild und die Zypresse gefällt. Der Baum rauscht in die Apotheke hinein. Zum Glück gibt die Elektrischsteher der Eingang noch frei. Der Lorenz in Panik gibt Vollgas und will wieder fort. Doch bewegt tut sich kein Meter der Bock. Er krabbelt aus seinem Opel und beguckt sich sein Schade. Da kippt die Susanne ganz blass aus dem Lade. Sie fragt ihn noch freundlich nach seinem Befinden. Du wärst gleich frech und sagst, hey, so sollst du verschwinden. Es dauert nicht so lang, da ist die Polizei vor Ort. Bewertet den Schaden, also hoffentlich ist so ein Lappe nicht fort. Da habe ich ein Beweisfoto von der Hemmspecher Kerwe Presseabteilung. Da könnt ihr sehen. Alles klar? Tags auf geht die Susanne zum Architekt hin und fragt mal an, ob man da schon Umbau nicht etwas machen kann. Der gute Mann lacht, denn er ist ja nicht bar an Ideen. Ich bau dir Hemmschbach erste Drive-In-Apotheke. Da braucht keiner mehr aussteigen. Es geht alles kontaktlos. Gerade in Zeiten von Corona, ne, wärst du da noch schneller deine Pille los. Ha! Auf Mundschenk, komm, schenk eu und mach. Ich trink jetzt auf den Lorenz Wolfgang aus Lauerbach. Prost! Mir sind die lustigen Holzhackerburm. Olé, olé. Wir lieben die Magels und hassen die Burm. Olé, olé, olé. Wir sind die lustigen Holzhackerburm. Olé, olé, olé. Wir lieben die Magels und der Käbeverein lobt die Gestaltung. Bedankt sich bei der Stadtverwaltung. Die Käberett, sie gäb's nicht mehr, wenn die Verwaltung anders wäre. Die Bachgasse-Beschilderung, eine geistige Behinderung. Da sieht man Eubahnstraße-Schilder mit Zusatz- und Ergänzungsbilder. Ich hab's gegoogelt, was jetzt mehr? Die Eubahnstraße hat Gegenverkehr. So circa 20 bis 30 Meter von der Buchhaltung zu Alueda. Hemmschbach hat für ganz viel Geld 10 neue Eubahnstraße-Schilder bestellt.
auf dem Rathaus dort drüben die hohe Herren wolle, dass die aufgehängt werden. Und wenn's nicht passt zum Stoßeverkehr, kommt halt ein Zusatzschild her. Eubahnstroß, da fällt's nicht auf, hänge die auf dem Friedhof auf. Ich trinke auf die Beschilderung und hoffe stets auf Linderung. Prost, Gemeinde! Uns steht fest, ihr liebe Leid, geht's ums Feiern, sind mehr nicht weit. Letztes Jahr ein Geburtstag, idyllisch im Garde. Gute Freunde waren ein paar eingeladen. Zu trinken und essen hat's gäbe wie viel. A Bier gab's reichlich und Schäkiel. Das hat grad einer recht gern genommen. Schließlich is er ja zum Feiern kumme. Irgendwann schellt sein Telefonapparat. Seine Freundin ist dran, ein bissl malat. Ich bin in die Spätschicht, meine Fresse, und hab die Kippe daheim vergessen. Dät da bissl Zeit abringe und mal schnell ein paar auf die Arbeit bringe. Ich kann nicht, Schatz, ich hab schon drei Bier. Gell, bist mir aber nicht beste vier. Und jo war die Base, der Dappes, der Bläde. Muss sonntags ovens auch noch Bierkrieg hebe. Ihr Mutter schon bettfertig, macht sich bereit. Hat ihr Tochter schnell vom Leide befreit. Der Anna feiert alles zusammen fort und verliert über den Anruf kein ordentliches Wort. Eine Nachricht kriegt er noch, geschrieben ganz nett. Gell, gehst später mit den Hunden aus und dann erst ins Bett. Jo, Allah, noch im letzten Bier ist er dann gegangen. Da haben schnell die zwei Tieren eingefangen. Die haben sich gefragt, endlich geht's raus. Aufgeregt tippeln sie aus dem Haus. Naus aufs Feld ins Dunkel der Nacht. Jeder von denen schön an der Leine festgemacht. Kaum auf dem Acker, wenn die Hunde nervös, eher sich's versieht, hat's der Halter von der Fies. Liegt wie ein Käfer auf dem Buckel, mitten im Weg, die Leine ganz tappisch um die Haxe gedreht. Kaum besonnen steigt er auf und denkt, da hinterum hat sich eben bissl was verrenkt. Steigt auf und langt an die Schulter, das Herz tut poche. Es steigt etwas raus, es ist der Knoche. Daheim werden die Schmerzen als schlimmer, sucht telefonisch Rat, geht keins draus, ist wie immer. Seine Freundin nicht, die ist weder der Kippe noch sauer. Der Bruder, die Mutter nicht, da guckt er blöd, der Bauer. Noch nicht einmal seine Schwägerin, aber da kimmten wir seine Schwiermutter in das Hin. Schon wir bettfertig hat sie Erbarme und fährten noch weinem in die Notaufnahme. Seine Freundin, die dort schafft, guckt ganz schön blöd. Fred, was hast denn du wieder gemacht, du alte Raket? Das, was du gewollt hast, hab ich gemacht. Dann hat's mich gerissen, guck hi und gut Nacht. Die Bänder sind ab, die OP terminiert. Der Patrick war's, dass ihm das Sau nimmer passiert. Ich trink auf die Hunde, die nicht nur alles verscheiße. Macht nicht, was euer Fraß heischt. Das kann ich jetzt beweisen. Prost, Gemeinde! Corona lässt uns alle blärre. In Henschbach gibt's eine Haushaltssperre. Henschbachs große Produktionsfabrike
stehen still, Millionen von Steuergelder konnt knicken. Für unser neue Schulprojekte lange aber keine Kollekte. Der Stadtrat überlegt mit Ruhe, was machen wir als allererstes zu. Professionelle Bäuermeisterberatung kostet Geld. Weg mit! Jetzt muss er selber entscheiden, der Held. Hemmschbachs Tafelsilber, das ist schon verkauft. Seit langen Jahren ist alles verschlaft. Unser schönes Hallebad ist schon eine Ewigkeit geschlossen. Schule, jüdischer Friedhof und so weiter, man hat alles verkummen lassen. Die Digitalisierung von Rothaus und Schule geht jetzt in die Tonne. Der Häblings-Karl-Heinz hat's verstanden. Mit dem Kulturbeitrag für die Vereine ist Schluss, weil's Max halt überleben muss. Wer jetzt hofft, unseren ältesten Rat, der kann's richten. Die wollen mal nachrichten, tun vernichtend Berichte. Scheinbar lässt beim ältesten Rat die Demenz herzlich grüße. Die informieren sich selbst nicht über das, was sie selber beschließen. Man sieht sie im Stadtrat mit sich selbst disputieren. Ich glaub, als Corona betrifft das Gehirn. Vielleicht müssen wir unser Schloss in eBay euch stellen. Der Paulis-Folger macht jetzt eine Welle. Der einzige Bau, der bei uns funktioniert, unser Rothaus, ist teuer und gut restauriert. Aber Hemmschbach, wie alle Jahre wieder, ist finanziell am Arsch und liegt da nieder. Zum Glück haben wir alle richtig gewählt. Unser Chef bringt uns Geld, egal wie viel fehlt. Wie gut, dass unser erster Mann in Stuttgart so gut betteln kann. Kirschner, du bist unser Held. Bring uns all aus Stuttgart Geld. Ost. Alles, was Gasse hat, führt sie zum Bock. Hemmschbach ist schön, das kann jeder bezeugen. Die anderen Gemeinden drumherum tun sich dem auch brav beugen. Es gibt zwar keinen Bauplatz mehr in dem schönen Ort und schon so mancher Bauherr musste deshalb fort. Aber Sportspiegel, Boxe, Max Greger und der Trimdischpfad und sogar jüngst der Hopp sorge für einen hohen Bekanntheitsgrad. Wenn auch kommst nach der Autobahn, begrüßt sich sogar ein gepflegter Kreisverkehr. Die Blumen werden zweimal die Woche gegossen, der erste Eindruck begeistert sehr. Doch kurz danach, und jetzt komme ich zum Punkt, ist Hemmschbachs Seele schon wund. Ein Saustall springt einem direkt ins Arg. Das ist schon eine ganze Weile ganz arg. Der Opel Rumpf mit geputzten Autos, das war noch was. Da hat's gefunkelt und geblitzt, macht's hingucken auch noch Spaß. Und jetzt du hinguckst, da muss man sich schämen. Tut man sich beinahe noch dem Autohaus wie Rasene. Es wächst alles gestrippt dort drauf, was kreucht und fleucht. Der Beton platzt auf, die Bausubstanz ist verseucht. Ein riesen Theater zwischen der Stadt und einem echten Unternehmer. Wer dort wieder angefangen hat, das weiß man halt nimmer. Gerichte drüber gibt es ein ganzes Sack voll. Die hänge ich mir nicht ans Baum. Aber der Kriegsstreife, um den sie sich streiten, der wächst grad fast von der Lau. Ich schäme mich, das muss ich ganz klar sagen.
des jemand Fremde zu verklickern. Dass im Kreisel mit dem Nagelscher die Blume geschnitten werden und nebendran ist ein Dreckloch und es tut komplett verwittern. Bürokraten und Beamte, die an einem warmen Schreibtisch hocken, das ist ja klar, die kennen das ja bloß verbocken. Meine Sicht ist klar, die vertrete ich da rigoros. Auf der Stadt haben sie keinen Arsch in der Hose. Sie müssen ganz klar machen, der erste Schritt. Dann kommt das Ganze auch wieder in den Tritt. Der erste Schritt zurück an den Tisch hat die Stadt bisher verpennt. Obwohl jeder das Problem meins beim Fortfahren zum Schaffen erkennt. Aber klar, die Verwaltung, die kennt sich damit nicht aus. Die kommen ja nicht aus Hemmschbach und dem Rathaus über die Autobahn mal raus. Nehmt euch zurück, besinnt euch und lasst den Unternehmer auch wirklich was unternehmen. Dann muss ich mich nicht weiter bei der Auswärtigen so schämen. Mundschenk, los laufen, mein Kehl ist trocken. Auf Ärsche, Blume und aufs Bocke. Prost! Keiner kann's glauben und keiner kann's wissen, wie die sich beim Käfer verreuen, alleweil rumblogen müssen. Im Februar haben wir hier noch gelacht, da haben sie die Chinesen ins Krankenhaus gebracht. Im März kam Corona zu uns ins Ort und gleich drauf war die Käfer 2020 fort. Die Regierung hat gesagt, tut jo keine Ressourcen verschwinden. Der Fletcher hat gesagt, wir müssen uns an die Altpaare wenden. Die können mit einem Wiese, einem Fette, die Kerbe vielleicht noch ein bisschen retten. Der Strebelsband hat nicht lang gepennt und der Paare die Haus deren Auge rennt. Hajo, hab ich gesagt, das kann ich machen, sonst haben wir im August am Ende nichts zum Lachen. 1995 war mein Anspruch, ich sag's ohne zu prahlen, die Rett mit der größten und schlimmsten Skandale. Noch meine Rett, hat jeder gewusst, dass heimlich in Laurebischer Politiker hat an unseren Bahnhof gepisst. Damals kam Verborgenes, ich tu's euch kund, eigentlich aus Volker Paulis Mund. Der hat in geheime Sache berate, als Altpaare kannte der keine Gnade. Grad so hab ich's diesmal wieder gemacht. In Jürgen Kirchners Büro haben wir die Rett erdacht. Die größte Schande habe ich aufgeschrieben. Von lebendigen Persönlichkeiten, es ist nichts übertrieben. Tagelang habe ich nicht schlafen können. Meine Frau hat gesagt, ach Gott, wenn die schenne. Mein alter Mundschenk dem Theo habe ich vorgelesen. Der ist schon immer sehr vertraulich gewesen. Nach meinem Vortrag hat er in grausen Schnaps gekippt und mich sogleich zu einem Rechtsberater geschickt. Der Bäuermeister und ich sind in die Insterburger Straße neu gelaufen. Der juristische Rat hat uns beide getroffen. Ich sag's unumwunden, es gab nur Plan A, den wir zwar für die Zukunft sahen. Der Kirchner und ich werden noch deren Rett aus dem Rothaus geschmissen. Und eine Bezügeverzahlung fürs schlechte Gewissen. Und bis zum Livestream, das alles geheim zu lassen, war das Manuskript ständig an meinem Körper, in der Unterhose. Vor kurzem im Rothaus, ich hab grad was Neues gehört, hat sich mein Mare über die Geschichte beschwert. Wie ein Blitz bin ich auf der Abort gegangen, in letzter Sekunde, es tut grad noch lange. Und jeder war's, der hat mal misse, ohne Papier ist es ganz schön beschissen. Wegen Corona, unseren Hausmeister hat uns informiert, wird oft auf unsere Abbote es Klopapier entführt. Besucher haben, um dem Notstand zu entfliehen, kurzerhand es gerollte Papier im Rothaus ausgeliehen. Meine einzige Rettung war das Papier von der Rett.
Ich hab's genommen für einen wichtigeren Zweck. Ich hab alles probiert. Es war zum Heilen in so einer kurzen Zeit so viel Sünde wieder aufzuschreiben. In mancher wird froh sein über die unberichtete Geschichte. Frag euch nicht zu früh, ich hab Folgendes zu berichten. Sobald Corona rum ist und ich hab wieder Zeit, stehe ich dem Kerbeverein als Ghostreiter bereit. Da fällt mir bestimmt wieder manches ei. Munch eng schenk ei, es muss mal einer getrunken sein. Ohne Bier nach jedem Vers zu schlucken, ist der Paare vom Nabel bis zum Brunser ganz drucke. Mit letzter Kraft geb ich euch die große Säge, tut euch heut obend in euer Bett neu lege, denkt an die Kerwe in all eure Träume, überlegt, wie nächst Jahr es Bier tut schäume. Ich vergeb euch alles, was ihr habt Beises gemacht, wann ihr ab Meue wir mit mir lacht. Denkt trotz Virus, die Kerwe kehrt in Hemmsbach unser. Mehr bleibe sauber, fast bis zu den Knie. Weh die Kinder, sag ich, egal bis wohin. Ich dank euch allen, die kamen, und beende die Red jetzt. Amen. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht, der Fieber ist bei mir. Der Himmel weiß, wie sie das macht, der Fieber ist bei mir. Die Gläser, die sind volle Wein, der Fieber ist bei mir. Und jeder ist ein Matador, España por favor. Der Winder Erwin, Gott hab ihn selig, war Thema in mein Rarett und ich sag's euch ehrlich. Das Thema is aktuell wie eh und je, es war damals nicht und's is heut nicht schön. Wenn einer in der Schlossgasse wohnt, wird der an Kerwe nicht verschont. Dann die Kerwe is nicht bloß unser, das is auch die Kerwe der Kellerlochbrunser. Ja, ja, die Kerl habe keine Gewisse, tun grad an jede Hauswand pisse. Und noch was, ich sag's hypothetisch, der Winder Erwin, der is magnetisch. Jedoch der Erwin zieht kein Eise, der zieht Pisse und die Literweise. Dann die sei, ich sag's grad raus, verseiche ihm sein ganzes Haus. Der Käveverei hat für einen Haufen Geld in der ganzen Gass extra Kloheiselchen aufgestellt. Und der Erwin hat erleid sein Kellerfenster mit Bleche verkleid. Doch der Wind hat auch gedroht. Wann sein muss, spann ich ein Elektrodraht. Mich kann das überhaupt nicht jucken. Aber die Brunser, die werden ganz schön zucke. Auf Mundschenk, gieß noch eine Eue. Und ihr Brunser geht besser ins Kloheisel neu. Gut ist. Der schwerste Beruf in der heidischen Zeit, den hat unser Bäumeister erleid. Den arme Teufel kann nix mehr beklicken. Er muss mit aller Gewalt die Stadtkasse zudricken. Die Altlaste Hemmsbachs dricke hinne und vorne. Die Hallebaduhr ist schon lang nicht mehr gegangen. Die Michelhall drin, das Dach wird nicht dicht. Bei Vollmond brauchst du der Hall gar kein Licht. Die Halle im Bitz sind auch nicht mehr im Schuss, weil man die Hausmeister rausschmeißen muss. Die Rothausdecke breche zusammen. Der Kirschner ist schon Stifte gegangen. Er muss ein Stück tiefer unser Schulden verwalten und hat jeden Tag Angst, dass die Decke nicht halte. Die Stadträte tun sich weder Bebauungspläne die Köpfe haare. Was soll dann da in Bäumerstadt dazu sagen? Die aus Berlin und aus Stuttgart, die schicke kein Geld. Unseren Bäumerstadt hat's nicht leicht auf der Welt. Wundert's euch dann noch,
wenn sie mal so dappig schläft, dass der die ganze städtische Grundstücke verkäft. Aber dann gibt's eine neue Schule und ein Haus des Spotts gibt's auch. Die Schule heißt wie er und die Hall wie seine Frau. Ich heb jetzt mein Becher und sag's ohne Scheu. Ich wollte in Hemmsbach kein Bäumeister sein. Prost! Surft man auf der Internetseite der Stadt, sieht man, was Hemmsbach zu bieten hat. Es gibt Links auf der Seite, da kannst du surfen, bretzelbreit. Wo unsere Verwaltung Links aussetzt, bist mit der Werte von der Stadt vernetzt. Südwestfunk, den Link kannst du stricken. Siehst ungebundene Geil und Stricke. Ein Video zeigt zu diesem Zwecke wilde Hengste Studedecke. Die Hengste haben stramme Wade, aber hallo, Apparate. Als Fachmann interessiert, hab ich halt auf den Bildschirm geschiert. Meine Frau steht auf einmal hinama und seht, was ich eine Drecksau wär. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, da hilft auch kein Blumenstrauß. 14 Tage lang kracht daheim, bloß wie dem städtischen Pornogramm. Ich trink auf die Hemmsbecher Internetseite und geil die aufeinander reite. Prost! Im Frühjahr haben wir getagt, unseren höchstgeschätzten Gemeinderat. Neben Digitalisierung, Bau und Verkehr kam auch ein Antrag von der CDU daher. Der Gemeinderat hat schon im Januar zugestimmt, dass man jetzt da in den großen Ausschuss kommt. Aber im Februar war es dann, scheint's egal, noch Luftgeschnappt hat da der halbe Saal. Da hat man bei der CDU erneut debattiert, passt mal auf, dass er euren Verstand nicht verliert. Über Jahrzehnte war klar und auch bekannt, Gutachterkram läuft übers Baurecht amt. Da hätte man nebenher so mitgemacht, weil's nicht viel war, so ganz einfach gedacht. Elont hat aber unlängst erklärt, dass es nimmer geht, das wäre jetzt verkehrt. Zusammenschluss müsst man bilden mit anderen Gemeinden. Zum großen Verbund müsst man sich jetzt vereinen. Verkehrsgutachten und andere Zahlen kennt man sich als Rechenbasis so besser dahlen. Damit im Fall von einem Gutachten nicht vage, sondern fundiert ist die ganze Zahlenlage. Das ist nicht ganz billig und kommt im Jahr für Hemmsbach auf 30.000 Euro, stellt euch das einmal vor. Oder anders gesagt, da davor zahlt die Stadt mit 0,4 Stellen, die sie nicht hat. Kapierst du das nicht? Das ist kein Problem, Horsch. Ich hab die Protokolle gelesen. Das Thema bin ich durch. Der Martinschild, ein schlauer Banker, ein rechnerischer Ausnahmedenker. Hat er Eugebung hatte, wunder was wie, da streicht er 0,4 Stelle und legt 30.000 Euro für den Ausschuss hin. Die Idee klingt gut, aber man muss schon hehlen. Eine Stelle, die nicht da ist, kann auch positiv nicht fehlen. Die Trislas Malis von der PH ist denktechnisch ganz arg am CDU-Rechner dran. Will die 0,4er Kapazitäten für ISEK und Klima, ajo, die Idee ist auch ganz schön prima. Aber noch einmal, ganz klar auf die Lage geblickt und auch auf den Personalplan nochmal zurechtgerickt. Es ist nichts zum Streichen da, ihr Beck. Es wird 30.000 Euro teurer, die sind weg. Aber es hat an Ratstisch kaum interessiert. Die Stelle ist jetzt gestrichen, obwohl sie nicht existiert. Ich trink auf euch Rechner und Denker im Rat. Auf so viel Kreativität haben wir von Onam gewahrt. Mein Mundschenk ist gestrichen. Ach, wie schad. Ich nehme jetzt einen Schoppe aus meinem Mundschenkautomat. In
München steht ein Hofbräuhaus, uns zur Ziffer. Da läuft so manches Fässchen aus, uns zur Ziffer. Da hat so mancher brave Mann uns zur Ziffer gezeigt, was er vertragen kann. Schon früh am Morgen fängt er an und spät am Abend kommt er heraus. So schön ist's im Hofbräuhaus. Uff, de Treibjagd war die Jägerschar, wie alle Jahr ganz wunderbar. Egal ob Keiler oder anderes Wild, die Jäger, die habe alles gekillt. Es letzte Mal sind sie euch gekehrt, im Watzhof draus, das war nicht verkehrt. Die Jagd gut gelaufen, es ist ein Schmaus, wie immer trinkt's dann mal ein bisschen de Maren aus. Du brauch mal dringend was Klares zum Spiele, am besten Schnäpse ganz viele. So war schnell bestellte Jägermeister, ein ganze Lot voll Himbeergeister. Es ist auf den Tisch gekommen, das ganze Sortiment. Der Kellner, der hat nimmer gekannt. Und ihr wisst, was kommen muss, Flasche leer heißt Ausgangsschluss. Der Jägertrupp saß um der Offe, der Watzerhof, der war leer gesoffen. Beschwerde waren laut, was dann das soll, mach mal die Schnapslatte voll. Das ist ein Lokal und kost Saufspelunke, unser Schnapssortiment hat doch noch Korns leer getrunken. Ich heb jetzt mein Becher auf die mit dem Gewehr, auf Flasche voll und Flasche leer. Prost. In heidische Corona-Zeiten, das Beste ist daheim zu bleiben. Und was ableht ist an deren Plage, steht alles voll, kommt schnell ins Parke. Falsch parke und auf Gott vertraue. Da kannst du in Hemmschbach nicht drauf bauen. Strafzettel kriegst du in Hemmschbach immer. Die Stadt ist Pandemiegewinner. Die Ordnungshüter sind nicht ohne. Der Bäuermeister schafft mit Drohne. Auf Gnade hoffe, kannst du vergessen. Bei Hemmschbachs neuer Politesse. Dann morgens früh um 6 erwacht die Zettelhex. Morgens früh um 7 werden Strafzettel geschrieben. Morgens früh um 8 die Zettel drau gemacht. Morgens früh um 9 die Autofahrer grüne. 10 Uhr Rathaus endlich da. Euer Bäuermeister schafft jetzt auch. Morgens früh um 11 die Hex schreibt auf bis 12. 12 Uhr mittags, meine Fresse, geht sie mit Kirchners Jürgen esse. 5 Gänge, wenn bestellt, bezahlt mit Strafzettelgeld. Mittags, so um 2, Strafzettel Nummer 103. Die Hex tut mit Interesse auch Abstände ausmesse. Hoscht unermaßig euch geparkt, du wärst vom Ordnungsamt gejagt. Die Zettelhex voll konzentriert, bis obens Autos tapeziert. So treibt sie monatlich ganz voll ihr eigenes Gehalt und das vom Bäuermeister eu. Ja, unser Zettelhex tut weh wie 50 Shades of Grey. Mein Kontostand ist nieder, ich trink auf die AIDA. Am besten aber Ex auf Kirchners kleine Hex. Auf Mundschenk, schenkt mal einer euch, es muss mal getrunken sein. Prost, Gemeinde!
In der Mittelgass, da wohnt eine gute Seele. Der Seefeld, der Hans Michael. Vorgsjahr noch der Kerbe, der Horror geschenkt, wie man ihn an sich eigentlich nicht so kennt. Im Kerberettschreiber schreibt der vor, des muss in die Rett, des Thema geht vor. Die Stadt, so sech der Held grad raus, die schmeißt unser Geld zum Fenster naus. Und er tät sich dort nicht an der Schäme, man soll ihn anormentlich erwähnen. 125.000 Euro fürs Leichenhalle Vordach, das soll ich sagen. Das ist ein ganz schön auf die Mare geschlagen. Dann sehe ich der Michel, da ist was verkehrt. Materialkosten sind gerade 20.000 Euro wert. Ich hab da keine Ahnung von der Sache. Ich bin ja schließlich nicht vom Fach. Der Kirschner wird's wissen, der Strippezieher. Er war ja hauptamtlich Kindererzieher. Die Zeitung beschreibt das Vordach wie Kunstwerk mit Winkelstahlprofilposte, die kreuzförmig angeordnet sind und daher richtig viel koste. 2.273 Euro der Quadratmeter mal 55 Quadratmeter ist die Pergolafläche, ergibt 125.000 Euro. Ich glaub, ich muss brechen. Wollen Sie die neue Schule so bauen? Ich sag's nebenbei. Sind wir mit 500 Millionen dabei? Ich trink auf die Leichenhall. Das ist eine Qual. Wenn ich mal dort lieg, da ist mir's grad scheißegal. Prost, Gemeinde. Als Kerbepaare Nummer 4 stehe ich heute auf dem Podium hier und red zu euch, ihr liebe Leid. Am Rand gleich eine Besonderheit, ich bin jetzt ganz perfekt im Kochen, denn ich komme gerade aus der Flitterwoche. Ich bin, was euch ganz sicher fragt, mal wieder in Kerbepaare ohne Bart. Ich brauch für mein Rett kein Horn im Gesicht, hört euch auch, was ich jetzt bericht. Ein Jahr erleid geht schnell vorbei und in Hemmschbach passiert so allerlei. Da stehe ich an der Grillhit raus, die sieht ein bisschen verlassen aus. Und manche, die vorübergehen, morgen, da geht eine Burg entstehen. Lang genug wird ja auch schon gebaut und manches Hoher ist dabei ergraut. Doch soll man über die nicht lachen, die da aus die Arbeit mache. Wenn jeder mal ein Samstag helfe geht, die Grillhit dann bald in Vollendung steht. Ich hoffe, dass der Kerbepaare vom nächsten Jahr berichten kann und das wäre klar, die Grillhit ist fertig und die Leute erzählen rum, sie ist für die Hemmspecher eine echte Bereicherung. Drum Kerbebarsch schenk euch, es muss noch einer getrunken sein. Schön war's. Am Ende will ich halt eben sagen, das liegt mir schon eine Weile mache. Wie kann man bloß und ich mach kein Bosse unsere europäische Partnerschaft so verkummen lassen? Scheiß drauf, ob Wilhelm de Brexit wählt oder Brady Le Pen. So wie früher darf's nimmer werden. Wir müssen weiter die Freundschaft pflegen, die gute Zeiten nicht einfach wegfegen. Drum Beue Morster, du Vorsitzender vom Partnerschaftsverein, lad zu alle Feste die Franzosen und die Engländer eu. Gebt mir Freibier, Woi und Tee, die Partnerschaft, die wär doch schön. Prost! Zum Schluss, das ist schon ausgeleiert. In Hemmschbach wird kein Kerbe gefeiert. Betrachte mal die Sache genauer. Mehr sind ja all in tiefer Trauer. Unsere Hoffnung setzen wir auf ein Impfstoff-Elixier. Wenn's das einmal gibt,
erleid wird's recht. Dann feiern wir des Jahrhundertfest. Mit Hemmsbachs Gruppe und Vereine, der Bäuermeister wird erscheinen. Der kann's Ordnungsamt zumache, mir lass es monatelang krache. Sperrzeiten wird's keine geben, Hemmsbachs Erde, die wird beben. Wie die alte Germane zu Sonne, wenn Zeide, wenn mehr das Fest dann zubereite. Viel Kinder wird's gäbe, oh ja, druff, das fällt in der Statistik auf. Auf Dezibel, da scheißen wir, Hemmspecher, so heißen wir. Vom Woifest ab bis weit nach Kerwe, wir feiern unser Überlebe. Doch dies Jahr fällt die Kerwe aus, mer lasse die Sau erst nächstes Jahr raus. Tut euch des Jahr all besinne, sonst liege mer ganz schnell dahinne. Vielleicht liegst dort sogar am Beste und feierst wilde Himmelsfeste. Oder du hupst da nur rum, dort feiern sie halt andersrum. Es gibt auch noch, so ganz im Vertraue, ein Fest mit 72 Frauen. Und anderen sahen uferfroren, sie werden an Kerwe wiedergeboren. Aber sicher ist sicher, des Mister Wisse, man weiß nicht, was die Hinkelpisse. Hier drunne auf Erden, das ist klar, wird gefeiert, aber erst nächstes Jahr. Ich wär jetzt do die Plattform putze, de Kerwesäge kann euch nutze. Drum geht hin in Frieden und trauert nicht, wenn euch einer abgeht, denn es werden euch in eurem Leben bestimmt noch viele abgehen. Sollte euch aber einer abgegangen sein, dann geht nach Hause zu eurer Frau und lasst ihn euch wieder festnehmen. Der Thomas Michel behüte euch, euren Stromanbieter, lasse seine Energie strömen über euch. Und der Kronas Heinz gebe euch seine Seele. Aladon, macht's gut, bleibt tapfer und gesund. Hihocke, zusammenreise, nächstes Jahr, da geht's rund. Ich trinke auf unser Hemmsprecher Kerwe, unser allergrächtes Erbe. Prost. Passt.